willkommen im Euroclub, unserem etwas improvisierten Pressezentrum für die kommenden Tage. Bis Freitag sind wir noch hier, bis dann das große Pressezentrum an der Halle eröffnet. Hier gibt es natürlich alles, was es auch in einem richtigen Pressezentrum geben muss. Eine kleine Wand, eine Fotowand und We Are One natürlich auch hier. Hier auf dieser Bühne, auf der ich jetzt stehen darf, standen vorhin die ersten 8 Künstler, die heute geprobt haben, haben hier sich fotografieren lassen, mehr oder weniger erfreut. Anouk, die letzte heute war, hat uns ziemlich deutlich zu verstehen gegeben, dass die Pressekonferenz eigentlich gar nicht ausstehen kann und eigentlich auch nur hier ist, weil ihre Delegation sie doch inständig darum gebeten hat. Dennoch hat sie alles freundlich über sich ergehen lassen. Eine tolle Frau, eine großartige Sängerin mit einem noch viel fantastischeren Chor, aber das seht ihr vielleicht bei uns auf der Website. Darüber hinaus heute eine der Top-Favoritinnen, Dänemark. Es war brechenvoll. Nicht nur die Dänen waren da, die Schweden waren da und alle sind sich schon ziemlich sicher, dass der Sieg letztendlich nur über Dänemark gehen kann. Bei der Österreicherin ist man, was den Sieg betrifft, weniger zuversichtlich, aber ihr Auftritt war so souverän heute Morgen als allererste zu proben, dass doch jetzt mehr oder weniger Leute davon ausgehen, dass sie es schaffen kann, das Finale zu erreichen. Der Auftritt heute Morgen war spitzenmäßig. Dazwischen nicht viel Überraschendes. Die Ukraine mit einem gigantischen Spektakel, ein etwas tollpatschiger Riese, trägt die Sängerin auf ein Podest. Aus den übrigen Ländern, das, was man irgendwie aus den Previews kennt, da hat jetzt nicht wirklich irgendwie irgendwann neue Erkenntnisse gegeben oder neue Favoriten. Dänemark hat sich bestätigt, die Niederlande auch, wobei ich nicht weiß, wie es aussehen wird. Österreich ist vielleicht die Überraschung gewesen heute Morgen. Ansonsten ist die Stimmung hier, wenn auch alles sehr improvisiert ist, in diesem alten Schlachthof sehr entspannt, sehr gelöst. Dazu trägt vielleicht noch das gute Wetter bei. Malmö hat strahlend blauen Himmel. Und heute Abend gehen alle in den großen Folkenpark und schauen sich auf Großbildleinwand Open Air die Eurovision Song Contest von 1975 an. Ein Spektakel nicht nur für die Schweden, sondern für alle, die hier sein werden. Dazu ein großes Fest, eine Riesenparty zur Eröffnung des Pressezentrums. Wir berichten morgen über die zweite Hälfte des ersten Halbfinals bei uns auf der Website und auf Facebook. Schaut einfach rein. Wir freuen uns auf euren Besuch. Bis dahin, genießt die Nacht. Ciao aus Malmö.